Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial eures Lieblingsmontis. Und das heutige Tutorial musste ich jetzt einfach mal so langsam produzieren. Es ging einfach nicht anders. Die vielen Fragen von euch haben mich einfach dazu gezwungen. Denn sobald mal in einem Video von mir hier die Infos hier oben links zu sehen waren, habt ihr meine Kommentare mit entsprechenden Anfragen quasi geflutet, wie ich das denn nun eigentlich mache. Und an sich bin ich hier sogar etwas verwundert, da ich irgendwie immer davon ausging, dass das doch mittlerweile überall bekannt sein sollte. Da es nun aber wohl nicht der Fall ist, will ich euch hier mal kurz und knapp erklären, wie ihr auch in den Genuss dieser äußerst interessanten Informationen kommt. Dazu benötigt ihr natürlich ein Programm. Wobei, nee, falsch, eigentlich sind es ja sogar zwei Programme, aber sie sind halt in einer Installationsroutine vereint. Also ab mit euch auf MSIs Homepage, msi.com, und dort den MSI Afterburner suchen. Entweder wühlt ihr euch nun durch die ziemlich unübersichtliche Homepage oder ihr nutzt einfach meinen Link unter dem Video. Nach dem Download das Setup-File starten und es werden zuerst der MSI Afterburner und danach der Riva Tuner Statistik-Server installiert. Denn genau das ist das entscheidende Programm. Wie man übrigens mit dem MSI Afterburner die Grafikkarte übertakten kann, das habe ich in einem anderen Tutorial erklärt, das ihr natürlich hier oben in der Infoleiste findet. Die Reihenfolge, welches Programm ihr nun als erstes einstellt, ist erstmal egal. Ich fange immer mit dem MSI Afterburner an. Also starten wir den schicken Flieger einfach mal. Dieser kann bei euch jetzt übrigens ein bisschen anders aussehen, dass es verschiedene Skins gibt, die auch je nach Grafikkarte manchmal unterschiedlich eingestellt sind. Also nicht wundern. So oder so sucht ihr nun den Settings-Button auf und klickt einfach mal ordentlich drauf. Für uns interessant ist ausschließlich der Reiter Überwachung. Keine Sorge, das Ganze sieht für den Laien nun ziemlich schlimm aus, ist aber halb so wild. Das Feld Aktivierung von Hardware-Überwachungskurven ist nun unser allerbester Freund, denn hier wird eingestellt, was nun eigentlich genau an Informationen auf dem Monitor wiedergegeben werden soll. Dazu klickt ihr dann auf das entsprechende Feld, hier zum Beispiel GPU-Temperatur, um die aktuelle Temperatur des Grafikkartenchips anzuzeigen. Wenn das Feld aktiviert ist, müsst ihr dann hier unten noch einen Haken setzen. Ich zum Beispiel zeige die Temperatur übrigens auch noch als Tray-Icon im Windows mit an. Dann könnt ihr hier unten auch noch einen Haken machen. Das Blöde an der Sache ist nun, dass ihr das für jeden Punkt separat einstellen müsst. Also im nächsten Step nun auf GPU-Auslastung klicken und einen Haken bei OSD und so weiter und so weiter. Unten könnt ihr nun noch Namen, Gruppennamen, Alarmlimits und die Farbe des Graphen ändern. In meinem Fall ist das Ganze natürlich orange. Falls ihr das OSD per Shortcuts an- und ausschalten wollt, klickt ihr nun noch einen Reiter weiter auf On-Screen-Display. Dort könnt ihr die entsprechenden Tasten nun konfigurieren. Das war's mit den Einstellungen im MSI Afterburner. Wenn ihr jetzt ein Spiel startet, passiert manchmal allerdings noch gar nichts. Denn nun müsst ihr das Ganze noch über den Riva Tuner Statistik Server konfigurieren. Dazu klickt ihr hier unten rechts im Windows auf das entsprechende Symbol. Hier oben kann jetzt eingestellt werden, ob die ganze Chose schon mit Windows gestartet werden soll. Und darunter könnt ihr das OSD dann ein- und ausstellen. Mehr ist im Grunde auch gar nicht zu tun. Ein paar weitere Einstellmöglichkeiten bietet das Programm aber dennoch. Ich belasse den Application Detection Level in der Regel übrigens auf Low. Das funktioniert mit den meisten Spielen eigentlich ganz gut. Wenn ihr aber mal ein Spiel habt, das das OSD nicht anzeigt, dann könnt ihr hier auch mal ein höheres Level testen. Alle anderen Funktionen sind mit entsprechenden Pop-ups eh perfekt beschrieben, sodass ich dazu eigentlich gar nicht mehr allzu viel sagen muss. Hier gibt es dann halt noch Möglichkeiten, die Kompatibilität ein bisschen zu erhöhen. Das ist dann aber auch je nach Spiel unterschiedlich einzustellen. Wichtig wird es eigentlich erst wieder hier unten, denn dort kann man die Optik des OSDs noch ein bisschen beeinflussen. Das ist besonders in UHD ziemlich bitter nötig. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, das war's. Wenn ihr jetzt ein Spiel startet, dann bekommt ihr nun diese wunderbaren Live-Statistiken angezeigt und seid immer im Bilde über Temperaturen, Framerate und Speicherverbrauch. Ich selbst liebe dieses Tool abgöttisch und möchte es echt nicht mehr missen. Ja, und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dem MSI Afterburner und Riva Tuner Statistik-Server und auf dass ihr mit den vielen Infos auch was anfangen könnt. Als kleine Anerkennung dürft ihr mir dann auch gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das hat bisher noch niemand wehgetan, daher ist das völlig risikofrei. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis dann.